Warum liebe ich Wein? Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die ich mag. Ich mag die Natur, ich mag den Unterschied der Jahrgänge, ich mag den Unterschied der Böden, ich mag die Menschen, die damit zu tun haben. Und ich mag Wein, weil es einfach ein Produkt ist, über das man lange, lange sprechen kann. Also mich als Winzer macht eigentlich das Produkt einzigartig, weil ich glaube, dass wir Produkte herstellen können aufgrund der Gegebenheiten, wie wir sie haben, die einzigartig sind. Ich selbst bin bestimmt nicht einzigartig. Ich bin Joachim Heger, Winzer in Ihringen und beruflich mache ich Wein. Ja, lieber Joachim, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich wirklich sehr. Gero und ich haben einige Fragen vorbereitet, die uns wirklich sehr interessieren. Wir sind hier in Ihringen und wir haben eine Toplage hier, oder deine Toplage auch, der Ortschaft in Ihringer Winklerberg. Jetzt habe ich in der Vergangenheit viel erlebt, dass zum einen Verbraucher sagen, die Deutschen können keinen Rotwein machen. Oder auch zu mir Gäste im Hotel, im Restaurant gesagt haben, müssen wir unbedingt einen deutschen Rotwein trinken. Können die das überhaupt? Ist das so? Das ist natürlich so, und ich erlebe auch sehr oft, dass man gefragt wird, wieso fangt ihr jetzt eigentlich mit Rotwein an? Und dann erkläre ich denen, dass die erste Pflanzung im Badischen war ja schon 863. Im Bodmann am Bodensee, also der Spätburgunder, hat durchaus eine lange Tradition. Und wenn man an die Weine gerade von Assmannshausen auch denkt, dann haben die auch international sich schon bewährt. Und deswegen sind diese Fragen natürlich nicht unbedingt das, was sich der Winzer unbedingt wünscht. Manchmal gibt es auch Kommentare für einen deutschen Rotwein, ist ja nicht schlecht, ne? Ist ja ganz ordentlich. Was glaubst du, wo das herrührt? Warum haben einfach auch viele Deutsche noch das ein bisschen so im Hinterkopf? Oder ist das Vorurteil einfach, dass wir die Rotweine nicht so im Land haben, die Qualität? Das liegt sicherlich in der Vergangenheit begründet, dass früher die Rotweine eben süß ausgebaut wurden. Und vielleicht auch nach den Kriegen hat man dann ein bisschen mehr auf Ertrag geguckt. Wir haben nicht mehr die richtigen Klone gehabt. Und dieses Know-how des Rotweinmachens, das wurde vielleicht etwas zu sehr technokratisiert. Mhm. Also man hat die Maische erhitzt, man hat die Farbe durch die Hitze aus den Schalen gelöst. Dann war das eben ein roter Wein, aber kein richtiger Rotwein. Aber ich denke, wenn man ehrlich ist, die Zeit liegt wirklich schon länger zurück. Ja, Vergangenheit. Erklär mir das doch bitte mal mit den Klonen. Man hat nicht die richtigen Klone gehabt. Ein Klon ist ja bekannt, was ein Klon ist. Also nicht mit C, sondern mit K-L-O-N. Das ist einfach, dass man praktisch eine Pflanze vermehrt in lauter identische Pflanzen. Mhm, ja? Genetisch identisch. Genetisch. Mhm. Und dann hat man eben Pflanzmaterial, von dem man weiß, was es macht. Ne? Und man hat dann eben sehr lange die Pflanzen danach vermehrt, was drin hing, wie groß die Trauben waren, Ertrag war ein wichtiges Thema. Und man wollte natürlich pro Flächeneinheit möglichst viel Wein erzeugen. Und das ist aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich genau wieder in die andere Richtung gegangen. Also wenn Sie jetzt oder wenn ihr jetzt Weinberg euch anschaut, bis da ein gescheiter Rotwein rauskommt, dann muss man bestimmt teilweise die Hälfte oder zwei Drittel eben auf den Boden schneiden. Das war für viele deutsche Winzer, die eben auch die Nachkriegszeit erlebt haben, mit Ausfällen, mit schwierigen Jahren, ein völlig undenkbarer Prozess. Ja. Und mittlerweile hat man halt auch wieder Pflanzmaterial, Klone oder Klonengemische, oder man hat auch eine Sélection Massale, also eine Massenauslese aus einem guten Weinberg, vielleicht sogar aus Burgund, von denen man weiß, dass die Trauben von vornherein halt viel kleiner sind, kleinbeeriger, dass sie nicht so ein großes Einzelgewicht haben und dann natürlich einen geringeren Ertrag bringen. Was der Winzer lieber hat, dann hat er nicht so furchtbar viel Arbeit mit dem Ausschneiden. Was steht bei dir am Ihringer Winklerberg? Oh, wir haben alles Mögliche. Wir haben Pinot 115, 114, wir haben 667, wir haben 777. Was heißen diese Zahlen? Das sind einfach diese Bezeichnungen für die Klone. Ah, okay. Aber wir haben auch Freiburger Klone noch, und das ist der 5286.
Es hört sich alles ganz wahnsinnig dramatisch an. Da muss man sich einfach nur die Zahl merken. Und das ist eben eine Bezeichnung für einen Klon, der eigentlich ganz treu und brav und zuverlässig seine Dienste auch tut. Und der auch ein bisschen später reif wird als viele dieser französischen Pinot-Klone, was für uns manchmal sogar ganz gut ist, weil der Winklerberg ist eine sehr heiße Lage und man muss aufpassen, dass man nicht zu spät liest. Inwiefern sind die französisch? Die wurden von Frankreich damals gekauft. Also die wurden von französischen Rebveredlern oder Rebschulen vermehrt, veredelt und dann eben auch nach Deutschland verkauft. Ist auch ein ganz gutes Geschäft. Moment, alle diese Zahlen, das sind also alles, das sind alles Klone vom Spätburgunder, also vom Pinot Noir, oder wie verstehe ich das? Die bezeichnen ganz bestimmte Klone und da hat man Zahlen genommen. Ach so, okay. Man hätte die natürlich auch mit Kosenamen versehen. Das hättest du lieber gemacht. Da wäre vielleicht ein bisschen, ja. Weil einige Weine sind dunkler als die anderen beispielsweise. Ja, wobei das hängt nicht allein vom Klon ab. Ne? Also das ist einfach ein bisschen jahrgangsbedingt. Es kommt darauf an, wie viel das Schalensaftverhältnis ist ganz wichtig. Also ein Pinot Noir darf ja auch mal ein bisschen heller sein. Das wie sieht denn der aus? Der ist jetzt relativ dunkel. Sehe ich nicht. Ja, ich schenke mal ein. Danke. Super, danke schön. Du hast natürlich das richtige weiße Hemd an, nicht dass ich da Rotwein rüberkippe, aber man kann vor dem weißen Hemd die Farbe am besten erkennen. Ja, gerne. Deswegen, ich leide das gerne mal. Ja. Ja. Bitte vorsichtig sein, Gero. Ja, guck. Ja, aber beim Pinot Noir, das ist eben auch so ein Vorurteil gegenüber deutschen Rotweinen, weil wir uns eben mit Pinot Noir beschäftigen. Das ist eine der hellsten Rotweinsorten, die wir kennen. Der Pinot Noir hat die Farbstoffe eben nur in der Schale und nicht im Fruchtfleisch. Deswegen ist er heller. Und sollte ein Pinot Noir mal etwas heller sein, dann ist das eigentlich völlig normal. Ein Pinot Noir, das definiert sich nie über die Farbe. Ja, aber auf jeden Fall über die Frucht. Ich finde das ganz, ganz toll. Ist jung, ist sehr geballt. Also man merkt, dass er auf jeden Fall noch viel Reife braucht, gerade am Gaumen. Noch ein bisschen astringierend, das heißt ein bisschen so leichte Bittertöne an der Seite, trotzdem sehr fruchtbetont. In der Nase eine sehr klare Frucht. Sehr viel so ein bisschen in die rote Beerenrichtung, Waldbeerrichtung. Also Pinot Noir verzeiht gar nichts. Wenn es in 2 Tage zu spät landet, ist die Farbe weg. Wenn man ihn zu früh erntet, hat er kein Volumen. Also man muss eigentlich eine Punktlandung schaffen bei der Lese, um dann wirklich den Pinot Noir so rauszukriegen, wie unsere Vorbilder halt, wie er sich in unseren Vorbildern darstellt. Aber ist auch völlig in Ordnung, weil Geschmäcker verändern sich ja im Laufe des Lebens, oder man selbst, sei es beim Wein oder bei anderen Sachen. Das heißt, möge der Zeitpunkt kommen. Jetzt sagst du, das braucht so viel Arbeit im Weinberg. Die Rebsorte Spätburgunder, Pinot Noir. Erstmal Spätburgunder, Pinot Noir, ist das dasselbe? Das ist das Gleiche. Also okay. Spätburgunder ist eine der vielen Synonymbezeichnungen für den Pinot Noir. Pinot Nero ist das Gleiche. Es gibt eine ganze Reihe von Synonymen. Und in Deutschland heißt er halt Spätburgunder, vielleicht auch als Abgrenzung, gibt eine zweite Sorte, die heißt Frühburgunder. Ja, ja. Und die ist einfach früher reif. Ja. Und der blaue Spätburgunder? Das ist auch wieder ein Synonym. Blauburgunder ist, weil die Traube ist eben zu Ende der Vegetationsperiode, ist die eben blau-schwarz. Im Gegensatz zu Grauburgunder, der ist grau-braun und der Weißburgunder ist wie alle anderen Weißweinsorten, wie man sagt, grünlich-gelb. Ja, und wir haben gerade erst letzte Woche eine Flasche Burgunder getrunken, also Rotwein aus dem Burgund. Wir haben vorhin gesagt, Nachkriegszeit etc. wurden vielleicht eher ein bisschen Massenweine produziert in Deutschland. Wie ist da der Qualitätswandel gekommen und wie war der Bezug zu Burgund? Das ist ja hier von Baden aus wirklich ein Katzensprung, sage ich mal, nicht weit entfernt. Das heißt, wie war der Austausch damals? Wie ist der heute? Hat sich da was verändert? Also ich muss sagen, in der Zeit, wie ich in Geisenheim war, das war so Anfang der 80er Jahre, gab es also im Großen und Ganzen keinen Austausch nach Burgund. Man, das hat an der Hochschule Geisenheim, wo wissenschaftliche Ausbildung von Winzern stattfindet. Genau, also das war in Geisenheim Anfang der 80er Jahre und da hat man sich noch nicht so sehr um das gekümmert, was in Burgund passiert ist. Das kam dann eigentlich im Laufe der Jahre durch Exkursionen, durch Besuche. Und natürlich die heutigen jungen Kollegen, die machen Praktika, die sind eigentlich in der ganzen Welt unterwegs, was damals eigentlich erst ein bisschen angefangen hat zu meiner Zeit. Und natürlich, wenn man mal Burgund ist und man sich mit diesen Weinen beschäftigt, dann kommt natürlich die Faszination. Die ist halt beim
Pinot Noir wirklich herausragend. Also das ist einfach, wenn man es mal verstanden hat und wenn man Pinot Noir lieben gelernt hat, dann glaube ich, dann hat er einen für den Rest des Lebens, hat er einen in den Fähnen. Ja, ja. Und nun deine Lage, Iringer Winkler. Ich meine, du hast mehrere Lagen, aber die Top-Spitzen-Super-Königslage Iringer Winklerberg. Was ist da so besonders? Und wieso ist das so besonders gut für Pinot Noir? Also der Winklerberg ist eine sehr heiße Lage, genauso wie unsere zweite Lage, der Achkarer Schlossberg, den wir auch bewirtschaften, bringt die Lage, wenn man sie lässt, eben opulent, sehr reife, sehr runde Weine. Der Winklerberg hat natürlich vielleicht dann noch diesen kleinen Unterschied, dass die Weine durch die sehr hohe Steinhaltigkeit sehr mineralisch werden. Ich weiß, das ist ein viel gebrauchtes Wort, aber man könnte auch von einer gewissen Salzigkeit sprechen. Aber man schmeckt ja nicht die Steine. Nee, man merkt aber diese Belegung des Weines. Also diese, ich habe ja gerade gesagt, diese Salzigkeit, das, was wir als Mineralität bezeichnen und was auch den Mund völlig ausfüllt und was auch sehr lange am Gaumen bleibt, das ist der Einfluss dieser Steine. Und je mehr Steine das im Weinberg sind, desto tiefer müssen die Wurzeln auch runter. Und das bringt dann einen Hauptunterschied. Und die Wasserhaltefähigkeit in diesen Anlagen, die ist halt auch geringer als jetzt in sehr fetten Böden. Und dadurch sind die Weine auch in sehr heißen Lagen, in sehr heißen Jahren, dennoch nicht so wahnsinnig hoch im Alkohol, wie man vermuten könnte, wenn man über diese heiße Lage spricht. Wie groß ist denn der Winklerberg? Da muss man unterscheiden zwischen dem klassischen Winklerberg und dem Winklerberg, der heute angebaut wird. Also ich würde sagen, die klassische Lage Winklerberg, die wird so bei 40, 50 Hektar liegen. Mhm. Und insgesamt haben wir 140 Hektar Winklerberg heute. Das war aber 140. Das war eben damals auch ein bisschen geschuldet im Weingesetz von 1971. Ja, ja. Da hat man dann die Einzellagen sehr stark erweitert. Wir hatten früher 11 Einzellagen, haben heute noch 2. Noch einmal das Stichwort Geisenheim. Das ist eine Universität, wo so ziemlich alle guten Winzer Deutschlands mittlerweile entweder gelernt haben oder ihre Kinder hinschicken, damit sie dort lernen. Das heißt, wir haben es mit Generationen von Winzer zu tun, die sich besser als je zuvor mit Pflanzenphysiologie, Botanik, Mikrobiologie, Genetik, all diesen Dingen auskennen. So, gleichzeitig lese ich aber überall, dass man wieder zurückkehrt zu alten handwerklichen Methoden. Sowohl im Weinbau als auch im Weinkeller. Wie kann ich das zusammendenken? Ja, ich denke mal, dass vielleicht gewisse Technologien übertrieben wurden in der Vergangenheit und dass man einfach jetzt auch als Verbraucher ein manufakturell hergestelltes Produkt sucht. Und ich sage jetzt mal, wenn wir über hohe Qualität sprechen beim Pinot Noir oder bei all den anderen Sorten, dann ist sicherlich sehr viel Handarbeit notwendig. Die Maschine allein kann es nicht oder kann es noch nicht. Also diese Roboter, die jetzt diese ganzen qualitätsfördernden Maßnahmen durchführen können, die sind noch nicht davon. Wäre aber noch mal ein Thema. Die kommen noch. Die kommen vielleicht noch, aber bis jetzt sehe ich es noch nicht. Und man versucht auch, dass man relativ wenig Herbizide, Pestizide verwendet, was ja, denke ich mal, auch noch im Zweiten Weltkrieg sehr stark aufgekommen ist, dass Firmen entstanden sind, die einfach das gefördert haben, dadurch sehr viel Masse möglich war, dass leider auch so ein bisschen Verruf gekommen ist. Wie ist das heute? Ist das gang und gäbe, dass eigentlich darauf verzichtet wird? Ist das überhaupt immer möglich? Also ich sage mal, es ist eine ganz große Bewegung im Gange momentan. Es wird versucht, auf Herbizide zu verzichten. Nicht alle können es. Also es gibt einfach Weinberge, da müssten sie ein Sträflingskommando hinschicken, um das eben durchzuhacken. Es gibt diese Handarbeitsgeräte, Handmäher und so weiter, die noch eingesetzt werden. Aber man muss einfach sehen, der begrenzende Faktor ist einfach die menschliche Arbeitskraft. Und wenn der Verbraucher bereit ist, einen höheren Preis auszugeben für einen bestimmten Wein, dann kann das so gemacht werden, aber wenn Sie einen Wein kaufen für 2 Euro irgendwas, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass der jetzt aus dem Steil ankommt, aus der Terrassenlage und mit von Hand gehackt wird. Das geht einfach nicht. Aber das heißt dann auch, es liegt da nicht unbedingt am Winzer, dass der Winzer das vielleicht gerne möchte, aber von den 5 Weinbergen, die er hat, gibt es halt einen, wo einfach die klimatischen Verhältnisse so sind, dass er einfach keine Chance hat, das ohne
jegliches Auskommen zu bewirtschaften. Das gibt es auch, aber die Frage ist halt, wie lange kann er diesen Weinberg überhaupt noch bewirtschaften? Einfach aufgrund der Kostenstruktur. Und sind die Verbraucher bereit, das Mehrgeld auszugeben für einen besonders wertvollen Wein? Und da, diesen Trend verspüre ich schon. Es gibt einen Trend zu teureren und besonders interessanten und wertvollen Weinen. Ja, so ein schönes Tröpfchen darf man auch ruhig mal ein paar Euro mehr ausgeben. Ja? Also wenn Sie den Winzer erhalten, den Beruf des Winzers in den Steillagen erhalten wollen, dann ist das sicherlich der richtige Weg. Wir geben uns Mühe. Und ich glaube, dass halt auch diese Weine nicht kopierbar sind ohne weiteres in der Welt. Ne? Toll. Vielen lieben Dank, Joachim. Danke. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ja, macht Spaß. Klasse. Okay. Danke. Zum Wohl.